Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video schauen wir uns noch eine Partie aus der achten Runde des Tata Steel Masters an, und zwar zwischen Richard Rapport und Ramesh Babu Pragnananda. War eine sehr schöne Partie und ich habe sie mir auch ausgesucht, weil ja, mich die Eröffnung interessiert, die Eröffnungsvariante. Und euch bestimmt auch. Die achte Runde beim Tata Steel Masters war wirklich endlich mal mit einigen entschiedenen Partien, vier siegreiche Partien. Ich hatte euch schon den Sieg von Magnus Carlsen gezeigt gegen Fabiano Caruana. Und jetzt diese hier. Gehen wir rein. E4. E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienische Partie. Kenne ich natürlich gut, kennt ihr natürlich auch. Ein Klassiker unter den Eröffnungen. Läufer C5, C3. Liebäugelt mit D4. Schwarz spielt Springer F6, greift den Bauern an. D3 wird gedeckt. Die Hauptvariante hier, D6. Und jetzt sehen wir einen sehr interessanten Plan von Weiß, von Rapport, der ja sehr gerne den Hauptvarianten ausweicht und immer so ein bisschen, ja, gerne Varianten spielt, die noch nicht so erforscht sind, die nicht so häufig gespielt werden und die von den Spitzenspielern in der Regel dann auch nicht tief analysiert sind. Er spielt hier Springer BD2, okay, normaler Zug. A6, alles normale Züge. A6 kontrolliert das Feld B5 und man muss jetzt so langsam aufpassen, dass hier nicht Springer A5 kommt mit Angriff auf den Läufer. Und deswegen spielt man meistens jetzt hier sowas wie A4, ja, um Rückzug zu haben. Oder Läufer B3 hier. Der Läufer soll nach C2 zurück, wenn Springer A5 kommt. Springer A5 ist jetzt nicht sinnvoll. Dann geht der Läufer zurück und dann droht B4. Kurze Rochade. Schwarz hat sich normal aufgebaut. Das ist so ein Standardaufbau in der italienischen Partie. Standard wäre jetzt auch sowas wie kurze Rochade hier mit Weiß oder H3. Aber, und das ist das Interessante, er wählt hier einen Plan, der immer mal wieder gespielt wird. Nicht unbedingt auf Top-Niveau, der aber doch einiges an Gift enthält. Springer F1. Lässt den König in der Mitte. Der Springer soll nach G3. Und eventuell will man am Königsflügel attackieren. Natürlich kann man Springer G3 spielen und dann doch kurze Rochade. Das ist sehr flexibel. Schwarz hat jetzt hier eine Reihe von sinnvollen Möglichkeiten. Was ich sehr sinnvoll finde, ist erstmal H6. Das Feld G5 kontrollieren. Springer G3 und jetzt Läufer E6. Den Tausch dieser Läufer anbieten. Der weißfällige Läufer. Wenn Weiß auf E6 tauscht, okay, man hat dann Doppelbauern, aber das ist praktisch nicht so schlimm. Meistens, wenn man diesen Plan verfolgt hier mit Weiß, die kurze Rochade hinten anstellen, dann spielt man häufig Läufer C2. Das habe ich gesehen im Blitzen zum Beispiel. Aber hier hat man D5 und hat einen zweiten Bauern im Zentrum mit Schwarz. Das ist ausgeglichen. Man kann eventuell auch mit Turm E8 das Ganze vorbereiten. Ja, ne? Turm E8 und dann Läufer E6. Ein bisschen langsamer. Und wenn dann getauscht wird, dann kann Schwarz mit dem Turm nehmen, um den Doppelbauern zu vermeiden. Das ist Geschmackssache aus meiner Sicht. Was kam jetzt hier genau? Pragnananda dachte 5 Minuten nach und spielte hier Springer E7. Ich glaube, dass das schon ein bisschen ungenau ist und nicht ganz in den Aufbau reinpasst, so wie Weiß spielt. So, H6 ist ja noch nicht gespielt und das nutzt Rapport aus und spielt Läufer G5. Stark. Droht Läufer schlicht F6. Ganz konkret hier schwarzen Doppelbauer zu verpassen. Deswegen Springer G6. Die Dame deckt jetzt den Springer. Aber Weiß nutzt jetzt die Konstellation aus und spielt H4 hier. Idee natürlich H5, Springer attackieren, eventuell H6, die schwarzen Felder schwächen. Sieht gut aus erstmal, ne? Nach 12 Minuten reagiert Pragnananda mit dem besten Zug und das ist Turm E8, erstaunlicherweise. Stellt den Turm gegenüber dem weißen König auf. Klar, Weiß verzögert die Rochade in die eine oder andere Richtung. Dementsprechend steht der König da nicht besonders gut. Idee ist natürlich auf H5 mit Springer F4 zu reagieren. Weiß hätte jetzt geduldig spielen sollen. Dame D2 oder Dame C2 ist beides gut. Mit der Idee lange Rochade. Stattdessen H5 sofort. Ist etwas voreilig. Springer F4. Es droht Springer schlicht G2. Wenn dieser Zug nicht drohen würde, könnte man vielleicht sogar direkt H6 spielen.
Aber Springer G2 ist natürlich jetzt hier eine Drohung, insbesondere wenn der Springer auf F1 steht, weil der König nicht nach F1 kann. Läufer F4 ist natürlich sehr logisch, E4 und dann Dame D2 oder Dame C2 mit der Idee lange Rochade. Immer noch. Aber Rapport spielt hier Springer G3 nach 23 Minuten. Super interessant. Man denkt sich so, hä, wieso kann man hier nicht auf G2 nehmen mit Schach? Und das dachte wahrscheinlich auch Pragnananda, der junge indische Großmeister. Dachte 17 Minuten nach und spielte H6. Wir schauen aber natürlich mal, was ist mit Springer schlicht G2? Das ist letztendlich ein Fehler. König F1, Springer muss zurück und jetzt H6. Und das ist ein großes Problem, dieses H6 hier. Die Stellung schwächen. Wenn Schwarz ganz langsam spielt hier mit G6, um die Schwächung zu verhindern, dann kommt D4 mit Angriff auf den Läufer, auf den Bauern hier. Ihr seht es schon an der Engine, die sagt klarer Vorteil für Weiß. Wenn Schwarz Läufer H3 Schach spielt, das ist so das Naheliegende, wo man denkt so, hä? Turm H3, Springer H3, der F2 hängt auch, das wird aber alles komplett ignoriert. H schlicht G7, Springer F2, mit Tempo sogar, Dame E2, so jetzt droht D4, da muss man aufpassen. Springer, nein, weiter habe ich jetzt nicht analysiert. Ich hab das noch ein bisschen analysiert, lokal. Und Weiß hat hier großen, großen Vorteil. Ein Riesenproblem ist in dieser Stellung diese Fesselung hier auf F6. Es droht Springer A5, es droht Springer F. Springer F5 ist auch ein Riesenproblem. Der König hat dann Riesenprobleme mit Springer H6 Schach hier. Der Läufer auf B3 greift F7 an. Also je tiefer man reingeht in die Stellung und irgendwelche Züge eingibt, um zu gucken, was passiert hier eigentlich, merkt man so, buff, Schwarz hat so große Probleme, dass die Engine hier großen Vorteil, ja, für Weiß angibt. Dame D7 könnte man noch ein bisschen anschauen. Hier Dame A3, aber dann kommt Springer F5. Blockt die Dame. Es gibt hier große Probleme, ne? D4, Springer H6 Schach. Und Weiß steht besser. Wie gesagt, Pragnananda dachte 17 Minuten nach und nahm nicht auf G2. Er kam halt auch zu dem Schluss, da darf ich leider nicht nehmen. Er spielte H6, greift den Läufer an. Jetzt Läufer schlicht F4. Ja, was sonst? Läufer H4 können wir leider nicht spielen, wegen Springer schlicht G2 und dann schlagen wir den starken Läufer. Also Läufer F4, E4, Springer E2, greift den Bauern F4. Schwarz spielt jetzt Springer G4, sehr konkret hier, geht auf den Bauern F2 und Rapport spielt weiter mega kreativ. Kurze Rochade ist natürlich der logische Zug, der natürliche Zug deckt F2, bringt den König in Sicherheit und dann sowas wie D4 hier oder Dame D2, Dame F4 eventuell. Weiß hat ein schönes Zentrum. Klar, der Bauer auf A5 steht etwas seltsam, aber kann erstmal nicht erobert werden. Rapport spielt aber Turm F1. Deckt den Bauern auf diese Art und Weise. Er möchte immer noch lang rochieren. Also jetzt muss er lang rochieren. Der König kann nicht in der Mitte stehen bleiben. Also Dame C2, Dame D2 und dann lange Rochade. Halt, ne? Da man ja weiß, was auf einen zukommt, hätte Schwarz jetzt aus meiner Sicht sowas wie A5 spielen sollen. A5, B5. Einfach die Bauern laufen lassen hier. Am Damenflügel. Antizipieren. Weiß will kurz rochieren. Bauern laufen lassen am Damenflügel und ihm Angst machen dort. Ne? Druck, unter Druck setzen. Das war eine gute Möglichkeit hier für Schwarz. Aber Plack ging jetzt zurück nach F6 mit dem Springer. Greift hier den Bauern A5 an. Vielleicht liebäugelte der junge Inder auch mit Turm A1. Springer G4, Turm F1, Springer F6, Zugwiederholung. Weiß man nicht. Er ist eigentlich nicht der Spieler, der die Züge wiederholt. Unabhängig davon, Rapport wollte weiterspielen, spielt Dame C2. Bereitet die lange Rochade vor. Jetzt geht es weiter mit Läufer G4. Der Bauer H5 läuft nicht weg. Kurz lange Rochade. Es gibt hier die ganze Zeit Möglichkeiten, mit C6 und D5 auch zu spielen. Oder C6, B5, A5. Aber er spielt das ein bisschen ruhig hier mit Läufer A7, so prophylaktisch. Geht dem Angriff D4, E5 aus dem Weg. Verstehe ich. Okay. Springer schlicht F4. C6 lässt den Springer hier nicht rein. Turm DE1. Bester Zug. Geht aus dieser Fesselung hier. Droht so ein bisschen Springer H2 jetzt, ne? Den Läufer zu attackieren. Und dann eventuell F3, G4. Solche Geschichten. Springer schlicht A5. Schwarz nimmt den Bauern da raus.
Dame D2 deckt den Springer. Dame F6 greift den Springer F4 nochmal an. Springer A5, Läufer A5. Hier gibt es eine schöne, hier gibt es eine gute Möglichkeit für Weiß, Springer H2 mit der Idee G4, F4 die Bauern laufen zu lassen. Und wenn Dame, nee, Dame H4 hatte ich analysiert, Dame H4, wenn die den Springer angreift, dann kommt F4. Dame H4, Turm A1, Dame G3, Turm A5 und das ist besser für Weiß. Sehr, sehr gefährlich. Der Läufer auf B3 ist halt ultra stark hier mit dem Angriff auf F7. Und wir haben halt schon eine offene, halboffene Linie. Und der Angriff läuft ja so ein bisschen von alleine. Ne? Mit D4, E5 im Zentrum vor allen Dingen. Ihr müsst ja bedenken, Weiß hat einen Randbauern gegeben für einen zentralen Bauern. Diesen E-Bauern, der auf E5 stand, der ist ja weg. Und ein zentraler Bauer wiegt natürlich mehr als ein Randbauer. Oder ist besser. Rapport spielte stattdessen hier Turm A1, greift den Läufer an und opfert hier den Bauern auf F3 am Ende. Läufer F3, G F3, Dame F3. Plagnananda schnappt zu, nimmt den Bauern weg. So, jetzt hängt der Bauer auf F2 hier. Muss man genau hinschauen. Deswegen Turm H2, erstmal den Decken hier. König F8, ja. Und das ist jetzt so die entscheidende Phase. Schwarz bekommt es mit der Angst zu tun. Läuft mit dem König weg. Statt König F8 ist D5 wahrscheinlich besser. Hier den Läufer ein bisschen blocken auf B3. E-Schlicht D5 geht gar nicht, wegen Turm E1, Dame E1, Dame F4. Mit Gewinn des Turmes. Auf E5 kann man mit F6 die Sache auflösen. Hier vor allen Dingen, nach, jetzt ist der Läufer auf B3 nicht mehr so stark, der wird geblockt. Bevor Prangnananda Angst hatte, ist wahrscheinlich Turm G1. Es droht Turmschlicht G7 hier. Aber es geht. König F8, Turm G7. Läufer E3. Das ist hier die Riposte, die vielleicht Schwarz verpasst hat. König G7 ist natürlich matt, ne? In zwei Zügen. Das können wir natürlich nicht bringen. Aber Läufer E3 ist hier ein toller Konter. Fe3, König G7. Hä? Und jetzt, ja, und die Stellung hier. Nein, sorry. Läufer E3, Turm F7, Zwischenzug. König F7, Fe3. Und hier droht Turm F2 und Weiß hat genügend Kompensation. Ne? Der König steht halt sehr, sehr offen. Das hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen, vermute ich mal. Und er spielte sofort König F8, läuft weg. Läufer D1, starker Zug, vertreibt die Dame. Dame F6 und jetzt F4. Und jetzt kommen die weißen Bauern angerollt. D4, E5. Er hat halt super viele Bauern im Zentrum und die sind halt saustark. Schwarz hätte sich irgendwie mit Turm AD8 hinstellen sollen. Läufer B3, B5, D4. Natürlich, die Bauern kommen angerollt hier. Praktisch, denke ich, ganz, ganz schwierig für Schwarz, das zu halten. Aber das ist halt objektiv die beste Möglichkeit. Stattdessen läuft er mit dem König weg. König E7, aber das funktioniert nicht. Er hat nicht die Zeit, um zum Damenflügel rüber zu rennen. D4 natürlich. König D7. E5, einfach die Bauern vorschieben. Und jetzt kommt der Spruch, den ich immer bringe in solchen Situationen, spielt sich von alleine. Dame muss ziehen, Dame E7, Turm G2. Das spielte Rapport übrigens auch alles relativ schnell. Ne? Das ging ihm echt locker von der Hand. G6. Hier ist E6 schon sehr stark, Fe6, Turm G6. Aber er spielt F5, auch gut. Die Bauern kommen hier angerollt, da kriegt man richtig Angst. G schlicht F5, öffnet die Linie, aber es gibt eh nicht, es gibt eh keine Rettung mehr. Es droht hier E6, ne? Schwarz spielt Turm F8. E6, das hat man kommen sehen. Man konnte es aber eh nicht verhindern. König nach C7. Läufer H5. Erhöht den Druck gegen F7. Dame F6. Turm F7, Turm F7, E F7. Der Bauer gewinnt jetzt für Weiß. Der ist zu stark, dieser Eindringling. Es droht Turm E8, ganz simpel. Deswegen Turm F8 hier. Dame E3, ganz stark. Will nach E7 rein. Oder E8. E7, ne? Klar, um damit G5 auch zu verhindern. Schwarz muss jetzt die Qualität geben. Turm F7, Läufer F7, Dame F7. Aber nach Dame E7, Schach. Schlagen, schlagen. König B6. Landen wir in einem gewonnenen Endspiel für Weiß. Jetzt hätte er hier an
hätte jetzt mit Turm A7 oder Turm F7 anfangen können, hier die Bauern abzuräumen. Spielt aber erstmal C4 hier, um die Felder hier zu kontrollieren. Und dann danach Turm F7 oder Turm A7, König kommt dran. Und die schwarzen Figuren stehen so belämmert da hinten, der Läufer auf A7. Wenn der hier stehen würde auf G5, dann wäre es eventuell eine andere Sache. Aber der steht halt so weit weg, der kann nichts mehr decken. Und Schwarz gab hier auf. Die Engine bestätigt das auch, es ist plus 3 oder so. Er hätte vielleicht noch ein paar Züge machen können, aber gab auf. Finde ich eine sehr schöne Partie aus praktischen Gesichtspunkten auch, ne, betrachtet. Mit einer objektiv keiner besonders starken Variante, aber praktisch. Sehr interessanter Plan. Dieses Springer F1, Springer G3, Läufer G5. Ne? Eventuell diese Variante gibt es auch, habe ich gesehen, mit H3, G4, Springer G3. Turm G1, Springer F5 gibt es auch immer wieder. Und man lässt einfach Schwarz in der Mitte gewähren, man lässt alles geschlossen im Zentrum und greift am Königsflügel an. Hier in einer etwas anderen Version, weil Pragnananda seinen Springer rübergebracht hat nach G6, was konkret auch schon ungenau war. Und das war der erste Sieg für Rapport in dem Turnier. Bis hierhin hat er ja keine Bäume ausgerissen, ist jetzt immer noch bei minus 1. Wir können ja kurz auf die Tabelle schauen. Rapport hier, ne? 3,5 aus 8. Pragnananda 4,5 aus 8. War bis dahin natürlich super dabei. Und ja, den Rest der Ergebnisse solltet ihr ja schon kennen. Ne? Hatte ich schon gestern im Video gesagt. Muss ich nicht wiederholen. Montag ist Ruhetag, der 23. Januar. Das heißt, es geht weiter mit der 9. Runde am, ja, logischerweise am Dienstag, ne? Den 24. Januar. Macht's gut, bis dahin.